Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal mache ich eine kleine Schreibtischtour über meinen Schreibtisch. Viel Spaß dabei, fangen wir doch mal an. So, hier fangen wir mal an. Das ist mein 13 Zoll MacBook Pro. In der alleruntersten Kategorie habe ich es gekauft, die es gab. Da habe ich 500 GB Platte und noch ein 4 GB RAM-Riegel reingehauen. Also hatte jetzt 5 GB RAM und 500 GB Festplatte. Da dran hängt über diesen Adapter hier mein neues Display von Acer. Das ist ein 21,5 Zoll Display. Und da habe ich die jetzt hier mal so miteinander verbunden. Ich glaube, jeder von euch kennt es. Fenster hier rüberschieben, also halt die Sache. Und ja, das ist dann halt mein Display, mit dem ich sehr zufrieden bin, weil ich das für 130 Euro verbilligt im Medimax bekommen habe. Also ziemlich coole Sache. Hier unten meine Magic Mouse, die ich jetzt, seitdem ich das neue Display habe, hauptsächlich zum Navigieren benutze. Hier ein Telefon, das halt da so rumsteht. Und hier meine Logitech Z4 Boxen. Die sind total Hammer, wenn man jetzt hier mal runterschaut, die Bassbox. Also die machen echt total tollen Sound. Daneben habe ich noch so einen großen Lanai Verstärker für meinen Bass, weil ich selber noch ein bisschen Bass spiele. Und wenn wir jetzt mal hier, wow, den Schreibtisch schon ein bisschen weiter weg betrachten, dann könnt ihr es auch nochmal sehen, wie das Ganze so aussieht. Wenn wir uns dann nach rechts schwenken, sehen wir hier mein Bett, an dem meine iHome-Boxen dran stehen. Hier ist mein iPod drin mit einer super coolen schwarzen Hintergrundhülle. Die ist total genial. Und eigentlich steckt mein iPod immer hier drin und ich habe den eigentlich noch nie bewusst aufgeladen, weil er halt immer automatisch auflädt, sobald er da drin steckt. Oh ja, das war's eigentlich schon. Ich habe jetzt hier noch so eine kleine Müllecke mit iPod-Verpackung, MacBook Pro-Verpackung, Sneo Leopard-Verpackung, Magic Mouse-Verpackung, was man halt so rumfliegen hat. Oder hinten ist noch eine Gitarre, eine Guitar-Hero-Gitarre und mein Bass. Das war's eigentlich schon. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Video. Ciao.